Eine Sekte, die im Dritten Reich schon wegen ihrer glaubensmäßig begründeten Ablehnung herrschender Obrigkeiten Widerstand geleistet hatte, versammelte sich jetzt in Hamburg. Zu Zehntausenden strömten die Zeugen Jehovas herbei, um auf einem internationalen Kongress der Welt ihre eigenwilligen Thesen zu verkünden. Wir ergreifen die Gelegenheit, um die Hintergründe einer perfekten Massenorganisation unserer Tage aufzuzeigen, in der die Zahl regierte. 1500 Hinweisschilder wurden in 4 Wochen gemalt. 25.000 Tribünenplätze bauten sich die Zeugen Jehovas eigenhändig zusammen. Tausende von Kabeln und Widerständen wurden zu Telefonnetzen und Großlautsprecheranlagen montiert. 120 Kochkessel mit je 200 Liter Inhalt standen in 3 Großküchen bereit. In über 1000 Menüschalen erhielten in 1,5 Stunden 60.000 Menschen eine 6-teilige Speisenfolge. Für die rund 100.000 Geschirr- und Besteckteile hatten sich die Organisatoren eine Batterie von Geschirrspülmaschinen selbst konstruiert. ...1300 Klosetts mit Wasserspülung wurden mit Zeltplanen voneinander getrennt aufgestellt, um das sanitäre Problem zu lösen. Und weiter im Tanz der Mammutzahlen. 75.000 Stühle mussten herbeigeschafft werden. Die letzten 20.000 waren in Hamburg nicht mehr aufzutreiben. Sie wurden aus der ganzen Bundesrepublik herangeschafft. Die 90.000 Besucher der Schlussveranstaltung, ein Zehntel der gesamten Anhängerschaft der Sekte, waren in 40 Sonderzügen, 250 Bussen, vielen tausend Privatwagen mit Schiffen und Flugzeugen aus 48 Ländern herbeigeeilt. Doch die Tage in Hamburg standen unter einem ungünstigen meteorologischen Stern. Mancher ironische Gegner der umstrittenen Glaubensgemeinschaft sah in der Kälte und den Regenfluten ein Zeichen gegen die Lehre der Vereinigten Anbeter. Aber nichts konnte den Ablauf der Mammutschau stören. Da der Stadtparksee zu niedrige Temperaturen hatte, wurden die Öfen unter Hamburgs Hallenbädern angeheizt, um die traditionelle Massentaufe zu zelebrieren. Über 2300 Menschen suchten in den Fluten Rettung vor der Weltkatastrophe, die von den Zeugen Jehovas mit ebenso viel Ausdauer wie Misserfolg seit 1877 vorausgesagt wird.